Ja, ich wollte euch mal wieder mitnehmen zu meinem Hundespaziergang. So, damit ihr ein bisschen mehr seht, habe ich sogar den Selfie-Stick mitgenommen. Ich drehe mich hier mal. Auch noch üben, wie man den halten muss. So. Ja, es schneit. Aber die Sonne ist hinter den Wolken, wie immer im wahren Leben. Neville Goddard, für mich wirklich einer, der recht hat, einer, der wirklich, guten Morgen, hallo, einer, der die Heilige Schrift der Schöpfung so interpretiert hat, dass wir uns als Schöpfer unserer Realität, als Gott unserer Realität, Gott heißt ja nichts anderes als göttliche, liebende Intelligenz oder wie Dr. Joe Dispenza sagt, intelligente Liebe. Eine Intelligenz, die da ist, auf die wir Zugriff haben, durch unsere Gedanken, durch unsere Vorstellungskraft, durch unsere innere Welt. Was wir im Innen kreieren, was wir im Innen uns vorstellen. Und vorstellen ist da ein ganz, ganz weiter Begriff. Vorstellen heißt nicht nur visualisieren. Vorstellen heißt alles glauben, alles wissen, alles sehen, alles spüren und so weiter. Genau. Und was meint Neville Goddard, wenn er sagt, living in the end? Sagen natürlich andere spirituelle Lehrer auch. Oder er sagt, living from the end. Genau, es geht nämlich darum, dass du aus dem Ende heraus lebst. Dass du dich selbst als Spielfigur im Ende wahrnimmst. Du lebst schon in deiner Endwunschvorstellung. Du lebst schon wie eine glücklich verliebte Frau in einer Traumbeziehung. Du lebst schon wie ein reicher Mann, jetzt nehme ich mal den Mann. Du lebst schon wie ein reicher Mann in deinem Inneren. Ja? Du stellst dir alles vor. Es geht wirklich nur darum, so viele sagen, ja, du musst dich dann verschulden und Geld rausschmeißen und so weiter und so fort. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass du mehr und mehr die Verkörperung, die Wahrheit, wahre Verkörperung von dir selbst wahrnimmst, Wahrheit nimmst, wie es ist, wenn dein Endziel erreicht ist. Und das heißt Living from the End. Und Neville Goddard hat da noch ein paar Tipps, die übrigens auch sehr gut mit den Lehren oder mit der Lehre von Dr. Joe Dispenza zusammenfasst. Mach deine Vorstellungskraft, deine Überzeugungen. Dazu gehören eben auch, wie sprichst du, wie denkst du. Mach dir das bewusst, vor allem am Morgen, am Abend und am besten in der Nacht. Ja, Dr. Joe Dispenza sagt, ja, steh nachts auf, 4 Uhr morgens und meditiere. Ich freue mich jedes Mal, ich stelle mir nicht den Wecker, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich nachts aufwache und denke mir, wow, Zeit zum Kreieren, Zeit zum Klarheit verschaffen. Na, wie cool, zum Glück bin ich heute Nacht aufgewacht, wie schön. Und wenn ich dann morgens wieder aus meiner Wunschrealität herauslebe, mir aufschreibe, was ich glaube, was meine neue Überzeugungen sind, was ich generell glaube, auch deine Basisüberzeugungen und Grundsätze, die für dich klar zu haben. Ist die Welt eine gute oder ist die Welt eine schlechte? Sind die Menschen gut oder sind die Menschen schlecht? Sehr, ja. Da, oder? Ja, was ist deine Grundüberzeugung? Wie funktioniert die Welt für dich? Kannst du es glauben, dass du der alleinige Schöpfer bist? Oder glaubst du immer noch, dass es im Außen
jemanden oder etwas gibt, was Einfluss auf dich haben kann, außerhalb deines Bewusstseins, außerhalb von deiner eigenen Realität, gibt es nichts. Es gibt nichts. Es bist immer nur du. Und je mehr und mehr du in dieses Selbstverständnis von dir als Schöpfer durch deine Gedanken, Vorstellungskraft, durch das, was du glaubst, wovon du überzeugt bist, anerkennst, kannst du alles verändern. Und ich bin hier, um dich einerseits immer wieder daran zu erinnern, dass es wirklich so ist, um dir zu sagen, dass es an der Zeit ist, wirklich einzusteigen in deine Schöpferverantwortung und aus Liebe und Freude und Freiheit heraus zu erschaffen und nicht mehr aus Angst, aus Befürchtung, aus alten Erfahrungen heraus in die Zukunft zu tragen. Alles, was du jetzt erlebst, ist eine Information für dich, was du bis jetzt gedacht hast, wovon du bis jetzt überzeugt warst. Und dient einzig und allein dazu, dir einen Anhaltspunkt zu geben, wie du es und was du anders haben möchtest, was du anders glauben möchtest. Und das kannst du verändern. Jeden Moment. Jeden Moment darfst du glauben, was du willst. Jeden Moment kannst du deine Meinung ändern, wenn sie dir nicht dienlich ist, wenn sie sich nicht gut anfühlt. Jeden Moment darfst du deine Überzeugungen überprüfen und neue Überzeugungen erschaffen. Ja, halt es mal kurz. Living from the end, ganz, ganz wichtig. Dazu musst du natürlich wissen, was ist dein Ende? Dazu musst du dir Zeit genommen haben, um zu sagen, wer bin ich in meiner Endgeschichte, in meiner Endrealität, in meiner Wunschrealität? Wer sind die anderen in meiner Wunschrealität? Wie sind die Beziehungen? Wie sind die allgemeinen Basisüberzeugungen über das Leben, über mich als Schöpfer? Diese Klarheit solltest du für dich unwiderruflich erschaffen haben, weil sonst hast du eben keinen Orientierungsrahmen, keinen Bezugsrahmen. Sonst hast du nichts, worauf du dich immer wieder verlassen kannst, worauf du zurückfallen kannst. Und das brauchst du. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du da ein unumstößliches Gerüst für dich hast, an der Überzeugung, wer du selbst bist, auch diese Sicherheit, diese Überzeugung, dass die Dinge, die du entscheidest, sowieso von dir entschieden werden und schon immer. Und dass du entscheidungsfähig bist, dass du alles entscheidest, wie die Dinge in deinem Leben sind, wie die Menschen und wie die Situationen in deinem Leben sind. Und das ist so weit weg von dem, was wir eingetrichtert bekommen im Rahmen unserer Sozialisation. Und ich mache hier nur noch mal die Klammer auf. Es ist so gewollt, dass du nicht weißt, wie viel Kraft und wie viel Power du hast für dich und dein Leben. Es war mal eine Agenda, die ist jetzt vorbei. Jetzt ist die Agenda, dass möglichst viele Menschen, dass alle Menschen wissen, wer sie wirklich sind, dass alle Menschen in diese Kraft treten und dass alle Menschen wissen, dass ihre Realität selbst erschaffen werden kann und dass sie lernen, das zu tun. Und dazu ist es halt so wichtig, dass du dein Standing in dir hast, damit du dich vom Außen nicht mehr abbringen lässt. Oder vielleicht nur kurz mal abbringen lässt. Aber dass du weißt, deine Aufgabe ist es, deine Realität zu erschaffen, deine Zukunft zu erschaffen. Und zwar so, wie sie dir gefällt und wie du es wünschst, wie sich es für dich liebend und liebevoll anfühlt. Und nicht so, wie es bis jetzt du und die meisten anderen Menschen gemacht haben. Und ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Und in diesem Sinne habe ich jetzt auch nochmal ein Einsteiger-Mastermind gestartet. Es fängt am 1. März an. Heißt Divine Mind, wie die göttliche liebende Intelligenz denkt, wie die göttliche Liebe, die liebende unendliche Weisheit in dir, was die weiß, wie sie die Welt sieht,
wie sie kreiert, wie sie erschafft, mit welchen Gedanken und Überzeugungen du als göttliches Wesen an den Start gehen darfst und nicht mehr weiter dieses beschränkte menschliche Wesen sein musst. Das ist Freiheit. Und ich wünsche mir, dass du mitkommst in deine Freiheit. Es sind 6 Wochen, die dein Leben verändern. Wenn du Fragen hast, schau auf meiner Webseite mywellfeeling.com oder schreib mir ganz einfach. Ja, noch einen kleinen Rundumblick hier. Da, das ist echt noch lernen hier mit diesem Selfie-Stick. Es ist trotzdem schön. Es ist rein, es ist klar. Aber was haben wir denn hier noch? Dreh es nochmal um. Genau. Und auch das. Ich habe mir erschaffen, hier zu leben. Ich weiß es noch ganz genau, als ich damals im Studium in Augsburg von St. Moritz irgendwie einen Fernsehbericht gesehen habe und irgendwie gedacht habe, wow, das ist meins. Keine Ahnung warum. Ich habe gefühlt, dass das mein, dass es für mich ist. Aber da war ich noch weit weg von hier, ganz weit weg, noch in Deutschland, noch in der Uni. Und das Leben, ich erzähle es euch ganz kurz, das Leben hat tatsächlich mich hierher geführt, über New York. Über New York, das müsst ihr euch vorstellen. Ich war Weihnachten dann, in dem gleichen Jahr war ich mit meiner Freundin in New York. Und dann haben wir auf der Fähre nach Staten Island 2 Jungs getroffen aus St. Moritz. Und einer davon, der ist hier vom 5-Sterne-Hotel mittlerweile Direktor. Und über diese Connection habe ich immer wieder Bestätigung bekommen, St. Moritz, da muss ich hin. Ich muss nach St. Moritz, ich muss unbedingt nach St. Moritz. Das hat mich nie losgelassen. Ich war dann 4 Jahre in Zürich, bin dann aber auch wieder nach der Geburt meines Sohnes hergekommen, weil es für mich klar war, mein Sohn wächst hier auf. Einfach, ich habe es gewusst, das war so ein Wissen. Und jetzt bin ich da. Und ich nehme euch gerne mit hier hin. Und ich hoffe, dass wir bald auch mal einen Retreat hier machen. Das ist ja auch noch mein nächster Traum, eine Vision von mir. Ein Winterretreat zu machen, mit Skifahren, Langlaufen, einfach mit dem ganzen Schneesport, Spaß, den es hier gibt, auch nur Wandern und so weiter und so fort. Es ist einfach wunderschön und ich freue mich drauf. Bis dann! Tschüssi!